und was wir in diesen Zeiten weiterentwickeln müssen. Wir müssen enger zusammenstehen. Und da können wir nicht dulden, dass einige versuchen zu spalten, auseinander zu dividieren. Das ist nicht das Ziel. Wir alle, für unseren Mittelstand, unsere Friseusen, unsere Kosmetikerinnen, die tagtäglich ihre Arbeit machen, in Hygienekonzepte investiert haben. Auch in Weida gibt es ein Fitnessstudio, in Hygiene investiert. Sie sind alle zu, obwohl man mit Fitnessstudios, mit Wellnesseinrichtungen Prävention machen kann. Prävention, die ganz, ganz wichtig ist. Wir haben von der AfD, unser Gesundheitsarbeitskreis, unsere Arbeit im Bund war gewesen, dass wir gesagt haben von Anfang an, wir brauchen ein Rastermanagement. Ein Rastermanagement heißt, dass wir schauen, wo tritt irgendwas auf, wo tritt ein Problem auf. Und dann lösen wir das. Das hat man von der Bundesregierung nicht gemacht. Man hat ein sinnloses Clustermanagement, man hat eine sinnlose Lockdown-Thematik ins Leben gerufen. Und wo sind wir? Immer noch im Lockdown. Obwohl andere Länder wie Polen, Russland ab heute alles aufmachen, weil die Werte nach unten gehen. Was machen wir? Wir wollen das bis April wahrscheinlich noch weitermachen. Und das, liebe Freunde, können wir nicht zulassen. Deshalb.